Hallo liebe Fotofreunde, Fotogemeinde, Community. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. Heute ist Montag, Montag ist Schontag und Montag ist Zeit für freie Gedanken. Heute geht es um Fotografie. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Fotografie, das soll das Thema sein, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und die Frage ist, was ist Fotografie? Es spielt überhaupt gar keine Rolle, was man für eine Kamera hat oder ob man mit einem Smartphone fotografiert. Am Ende des Tages kommt ein Bild heraus und das Bild hat eine gewisse Wirkung. Ich für meinen Teil, ich fotografiere wahnsinnig gerne Landschaften. Ja, wie ihr das hier auch seht im Hintergrund, ich befinde mich hier auf einer Aussichtsplattform. Das habe ich in den letzten Videos gezeigt, wo ich hier mich befinde. Das ist in Arnsburg. Und die Fotografie hat für mich immer eine ganz spezielle Wirkung. Und zwar, ich sehe die Landschaft mir an und ich freue mich immer wieder, was wir für schöne Natur innerhalb der einen Haustür, spanner gesagt. Aber eigentlich ist es ja so, unmittelbar davor haben. Und diese Wirkung ist immer für mich wieder faszinierend, was man alles erleben darf und erleben kann. Und die Natur gibt uns ein wahnsinniges Feedback zurück. Das kannst du nicht mit Geld bezahlen. Ja, Fotografie ist Leidenschaft. Für mich jedenfalls. Und es ist auch meine Meinung. Ich fotografiere wahnsinnig gerne. Ich nehme immer gerne die Momente mit, die ich erleben darf, und gestaltet dann natürlich das ein oder andere in Form eines Videos, einer Diashow oder eines Fotobuches, und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich erinnere mich gerne zurück und da steigen wir ein von der Landschaftsfotografie in die People-Fotografie, also Porträt- oder Menschenfotografie in den unterschiedlichsten Situationen. Auch das ist immer wieder faszinierend, gerade wenn man Kinder hat. Und ja, mir drehen schon wieder die Augen. Der Wind ist ein bisschen, jetzt kommt ein bisschen Wind auf. Ja. Gerade wenn man Kinder hat, ist es immer schön zu sehen. Wenn man Fotos macht im Babyalter, wenn sie 2 sind, wenn sie 5 sind, wenn sie 10 sind, wenn sie 18 sind, wenn sie erwachsen sind, und man guckt sich hinterher dann die Bilder an und schweift in alten Zeiten und in Gedanken. Das ist immer was wahnsinniges Schönes, und für mich ist Fotografie mehr wie nur ein Bild am Ende des Tages oder ein Bild festzuhalten. Es spricht eine Sprache. Und von der Geschichte zur Dokumentation, zum Erleben, das alles beinhaltet für mich Fotografie. Wie seht ihr das? Mich würde das wahnsinnig mal interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Warum fotografiert ihr? Warum nehmt ihr eine Kamera in der Hand? Egal ob Smartphone oder Handy, also Smartphone, Handy oder eine Spiegelreflex oder Spiegellose, es spielt keine Rolle. Im Endeffekt ist es das Bild, was rauskommt. Mir macht das riesen Spaß, immer wieder aufs Neue. Auch wenn wir eine Location mehrmals sehen, wir haben immer unterschiedliche Lichtsituationen, unterschiedliche Himmelssituation, also Wolkensituation, die Landschaft ändert sich, ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter. Wir haben immer einen anderen Moment. Und das ist für mich persönlich etwas Tolles zu erleben und erleben zu dürfen, solange es möglich ist, gerade in dieser Pandemie. Natürlich ist die Fotografie auch eine Art Anker. Ne? Das muss ich auch fairerweise sagen. Anker in dem Sinne, wenn man nicht reisen darf oder wir dürfen etwas anderes nicht durch Corona oder Pandemie, dass wir dann stressbedingt, jobbedingt uns abschalten können in Form der Fotografie. Ich finde das ein sehr, sehr tolles Thema, ein sehr, sehr spannendes Thema, und ganz unabhängig des Equipments, im Endeffekt ist es ein Bild, was rauskommt. Mir macht das riesen Spaß, das kann ich nur noch mal wiederholen. Wie seht ihr das? Was fotografiert ihr? Auch Tierfotografie ist ein interessantes Thema, gerade wenn man durch einen Zoo gehen kann, ja, und erlebt die Tiere, wie besonnen die sind und eigentlich stressfrei, und erlebt man die tollsten Momente eigentlich, habe ich auch schon. Sportfotografie ist auch ein tolles Thema, ja, Actionfotografie habe ich auch 3 Jahre lang gemacht.
Und da kommen auch ganz faszinierende Bilder heraus, wo ich immer wieder gerne zurückblicke. Es macht einfach riesen Spaß. Und es ist ein Hobby und es ist ein Beruf. Ich mache es nicht als Beruf, sondern als Hobbyist und muss sagen, ich bin da wahnsinnig glücklich. Ich kann da abschalten, gerade wenn ich durch die Natur gehe, wandern gehe, spazieren gehe oder ich bin beruflich unterwegs und sehe das ein oder andere, dann halte ich das wahnsinnig gerne fest. Das ist für mich Fotografie. Es sind Momente eines Lebensweges, ja, der mir, was mich damit begleitet. Und ich finde das immer wieder toll, früh auszustehen, ja, wenn ich da wegfahre. Wir haben unterschiedliche Situationen im Himmel, unterschiedliche Lichtsituationen. Es ist ein tolles Gefühl und ich halte das echt wahnsinnig gerne fest. Das ist für mich Fotografie. Wie seht ihr das? Es ist für mich ein sehr, sehr spannendes Thema. Es ist auch heute ein kurzes Video. Und schreibt es mir in die Kommentare unten rein. Ich freue mich darauf. Ein bisschen Meinungsaustausch. Und das soll es erstmal von mir heute gewesen sein. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ich sage ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Euer Pierre.